Heute Abend ist es soweit. Die Pro7-Zuschauer voten und küren den 9. T-Voice of Germany Sieger. Wer wird der Nachfolger von Samuel Rösch? Fünf Talente werden neben ihrem Solo-Auftritt nicht nur gemeinsam mit ihrem Coach singen, sondern auch im Duett mit einem internationalen Gaststar zu hören sein. Erfolgschancen der fünf Finalisten analysiert. Wer hat die größte Fanbase, wer den besten Coach? Und wer wird am Ende T-Voice? Alle Infos findet ihr hier. Erwin Kindtop, Team Rea Gavö. 23 Jahre, Stapler-Fahrer. 2013 wurde er Fünfter bei der SDS und kurzzeitig zum Team Hirschwarm. Nachdem der Hype vorbei war, ließ sich Erwin zum Lagerlogistiker ausbilden. Ein Freund überredete ihn, bei T-Voice noch einmal sein Glück mit der Musik zu versuchen. Hat geklappt. Fanbase. Gut. Seine frühere Castings-Hof-Karriere sorgte wohl dafür, dass seine Insta-Follower-Zahl durch die Sendung auf knapp über 10.000 anstieg. Im offiziellen T-Voice, Votin von ProSieben geben ihm 55.000 Fans ihre Stimme. Im deutschlandweiten Googler-Ranken teilt sich Erwin den ersten Platz mit Konkurrentin Claudia. Coach-Erfolgschancen. Top. Rea Gavö verhalf 2012 Nick Hofer zum ersten Platz, im Jahr zuvor koachte er den späteren ESC-Teilnehmer Michael Schulte, der bei T-Voice Platz 3 holte. 2014 schaffte es sein Talent Lina Arndt auf den zweiten Platz. Finale. Erwin singt mit dem irischen Nifkuma Dermot Kennedy, Power Over Me. Vergangenen Monat erschien dessen Debütalbum Withood Fair, das es in Deutschland auf Platz 3 der Charts schaffte. Urteil. Solide Fanbase, ein Top-Coach. Platz 2. Freshta Akbar Zada, Team Sido. 23 Jahre, Personalwahl mit Lehren. Der Profi unter den Finalisten. In ihrer Schweizer Heimat schaffte sie es ins Halbfinale von T-Voice auf Switzerland. Auch beim SC hat es Freshta versucht. Mit dem Song Gold trat sie beim Schweizer Vorentscheid an und sang sogar im TV-Finale. Fanbase. Mau. 4.400 Menschen folgen Freshta auf Instagram, im offiziellen T-Voice-Ranking holt sie 6.858 Stimmen. Im deutschlandweiten Googler-Ranking reicht es nur für den letzten Platz. Coach-Erfolgschancen. Da Sido zum ersten Mal dabei ist unklar. Finale. Hier könnte es Freshta noch einmal reißen. Sie singt mit Megastar Dua Lipa. Die bringt phänomenale 35,5 Millionen Instagram-Fans mit, die sie bei einem gelungenen Auftritt supporten können. Urteil. Der Finalsong mit Dua Lipa könnte noch einiges reißen, trotzdem könnte es durch die kleine Fanbase trotz aller Erfahrung nur für den vierten Platz reichen. Lukas Rieger, Team Nico Santos Comeback Stage. 19 Jahre, Make-up-Artist. Nicht zu verwechseln mit Sänger Lukas Rieger, den er selbst übrigens nicht mag. Wurde von seinem Ex-Coach Sido kurz vor dem Halbfinale aus der Sendung geschmissen, ergatterte online über die von Nico Santos geleitete sogenannte Comeback-Stage aber doch noch einen Platz im Finale. Fanbase. Gut. Auf Instagram schafft es Lukas auf knapp über 8000 Follower, im offiziellen ProSieben-Ranking holte er 28.800 Stimmen. Im deutschlandweiten Googler-Ranking teilt sich Lukas den zweiten Platz mit Konkurrentin Fidi. Coach-Erfolgschancen. Da Nico Santos zum ersten Mal dabei ist unklar. Finale. Lukas wird zusammen mit Chanson-Star Max Rabe eine schmissige 30er-Jahre-Nummer bringen. Könnte gut klingen und aussehen. Rabe ist beim jungen Zielpublikum aber eher unbekannt. Urteil. Sein Musikstil ist nicht gerade massenkompatibel. Trotz Sympathien und starkem Comeback. Platz 5.
Fide Steinbeck, Team Mark Forster. 34 Jahre, produzieren. Arbeitete unter anderem als Bootsbauerin und wechselte bunt ihre Berufe. Einzige Konstante in dieser Zeit: die Musik. Ich kann mich 8 Stunden problemlos mit Songwriting und Musikmachen beschäftigen, das füllt mich aus und ich vergesse komplett die Zeit. Fides Markenzeichen. Ihr Cello, das sie auch schon bei den Blind Auditions dabei hatte. Fingbase. Geht so? Auf Instagram folgen Fidi 7750 Fans, im offiziellen Pro7-Votin bekam sie 15.270 Stimmen. Im deutschlandweiten Googler-Ranken teilt sich Fidi den 2. Platz mit Konkurrent Lukas. Coach Erfolgschancen. Bestens. Mark Forster katapultierte Benedikt Köstler 2017 auf den 2. Platz, mit Talent Jessica Schaffler holte er in der vergangenen Staffel Bronze. Finale. Sänger James Arthur, 1,2 Millionen Instagram-Follower, wird Fidi begleiten. Der Brite kann ihr sicher auch noch ein paar Last-Minute-Tipps geben. 2012 gewann er in seiner Heimat die Castingshow TX-Faktor. Urteil. Ihr Cello hebt sie von den übrigen Kandidaten ab, der Finalsong könnte nochmal einiges an fehlenden Fans wettmachen. Platz 3. Claudia Santoso, Team Alice Merton. Titel: The Voice of Germany, das Halbfinale. Person: Claudia Emanuela Santoso. Copyright: Sat1 André Kowalski. Rechter Hinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankündigung verwendet werden. Spätere Veröffentlichungen sind nur nach Rohrecksprache und ausdrücklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH möglich. Nicht für ÖPG. Verwendung nur mit vollständigem Copyright-Vermerk. Das Foto darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Aneinanderreihung und Zusammenlegung, Kopplung von Bildern zum Zweck der Erstellung von Slideshows o.e. nicht gestattet. Verbindung einfügen, Anfügen von Werbung nicht gestattet. Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com. Voraussetzung für die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presseloners, der Sender der ProSiebenSat1 Media SE. Bild: Sat1 André Kowalski. 18 Jahre, Studentin. Kommt ursprünglich aus Indonesien, ist in ihrer Heimat ein kleiner Social Media Star. Claudias Mutter erkannte früh ihr Talent, meldete sie im Alter von 4 Jahren an einer Musikschule an. Außerdem bekam sie Klavier- und Geigenunterricht. Fingbase. Riesig. Auf Instagram folgen ihr 125.000 Fans, auf der offiziellen T-Voice-Seite gaben ihr 1,17 Millionen Zuschauer ihre Stimme. Im deutschlandweiten Googler-Ranken teilt sich Claudia den 1. Platz mit Konkurrent Erwin. Mit Abstand hat Claudia hier vor ihren Mitstreitern gewonnen und da bei T-Voice die Zuschauer entscheiden, dürfte ihr das den entscheidenden Vorteil verschaffen. Coach Erfolgschancen: Da Alice Merton zum ersten Mal dabei ist, unklar. Finale: Claudia tritt mit der britischen Sängerin Freya Readings, die solide 189.000 Instagram-Follower hat, auf. Ihr bisher bekanntestes Lied ist Lost Without You, das in den britischen Single-Charts Platz 9 erreichte. Urteil: Wir legen uns fest. Die größte Fanbase aller Talente und ihre jugendliche Unbeschwertheit hiefen Claudia auf den diesjährigen T-Voice-Thron. ProSieben zeigt das Finale von T-Voice am 10. November um 20.15 Uhr.